Willkommen bei Auf Axel, mein Name ist Selçuk und heute sind wir in Österreich im Salzburger Land im Leogang. Da gehen wir mit der Band Flut nämlich auf eine Seilbahn und das ist die schnellste der Welt. 120 Kilometer in der Stunde und fliegt über ein Tal, das 140 Meter in die Tiefe blicken lässt. Da kommt dann auch schon der Erste. Ich höre das doch. Jawohl. Ja. I believe I can fly. Nichts gebracht, reich hin zur Stadt. Jetzt stehen wir hier also in Andorf, wo Flut herkommen, direkt vor der Villa. Und da begann alles. Und das schauen wir uns jetzt an. Nehmen wir euch mit rein. Wir sind jetzt zum ersten Mal wieder drinnen seit 3 Jahren, glaube ich, oder so. Oder zweieinhalb Jahren. Ja, zweieinhalb. Ja. Nicht mehr im besten Zustand. Also hier generell im Haus hat nie wer drinnen gewohnt oder so. Und wir haben uns dann eingefunden und haben hier quasi begonnen, die Lieder zu schreiben und Flut zu kreieren, zu erfinden. Das war auch früher eine alte Elektrikerwerkstatt, da hat auch damals unser Vater gearbeitet. Wir sind dann immer rübergegangen in die Werkstatt und haben ihm geholfen, bei den alten VHS-Rekordern zu reparieren und hatten da irgendwie schon von Anfang an so eine Eingebung. Ja. Hier sind Videos gedreht worden, wir sind Typen, die sehr visuell sind einfach auch. Habt ihr euch eigentlich viel ausprobieren müssen? Die VHS-Ästhetik lag ja schon quasi irgendwie vielleicht im Blut. Das mit dem VHS-Ding, das war dann relativ schnell da. So. Das hat sich dann halt im Laufe der Zeit irgendwie verfeinert. So am Anfang war es halt alles sehr, sehr, sehr punkig. Und es hat jetzt ein bisschen poliert vielleicht. Ja. Ja, der Raum hier, den haben wir hauptsächlich zum Nachdenken verwendet. Das war so unsere Kreativzelle hier drinnen. Und das Hirn, und hier ist auch generell die Vision und der Bandname Flut entstanden und viele Videoideen, viele Songideen. Es hängt noch immer alles genauso wie vor 2,5 Jahren, wie wir verlassen haben. Hier ist wirklich kein Mensch jemals drinnen gewesen. Da fühlt man sich natürlich isoliert hier drinnen und es war eine sehr angenehme Atmosphäre immer. Und dieses Isoliertsein für kreative Prozesse, ist das wichtig irgendwie, auch einzeln für euch? Sehr wichtig überhaupt. Wir schätzen es jetzt viel mehr, das Isoliertsein, seit wir alle in Wien wohnen. Dann hat man einfach einen freieren Kopf, weil sich weniger tut, weil nicht so viele Leute rundum sind, weil keine Freunde, sage ich jetzt mal, oder nicht in dem Sinn, weil es einfach nicht so viel zu machen gibt. Es ist einfach so der Mini-Kosmos, sprich, wenn du jetzt 2 Monate woanders wärst und dann wieder hierher zurückkommst, steht alles am gleichen Ort, jeder ist noch gleich und er verändert sich kaum, dieser Mini-Kosmos. Und das ist auch das ganz Interessante, weil man immer einen Ort hat, der sich nie verändert. Das heißt Vulkanzimmer. Ja, genau. Schauen wir kurz ins Vulkanzimmer. Ja, geil. Cooles Erlebnis war, wie wir damals zum ersten Mal im Haus drinnen waren. Und auf einmal hat ein Wecker geläutet. Und dann sind wir hier rein und das war irgendwie vergraben irgendwo. Und dann war da diese Kiste mit Wecker und einer dieser Wecker hat geläutet. In diesem Haus, wo ewig keiner drinnen war. Gibt es eigentlich eine Diskrepanz zwischen im Dorf wohnen und in der Stadt wohnen, was Fantasie angeht? Ich glaube, man muss sich einfach Zeit dafür nehmen, dass man kreativ und fantasievoll ist. Egal, wo man ist. Eine Fantasiewelt kann man oft gemeinsam irgendwie schnell kreieren, wenn der andere wo weitermacht, wo man selber angefangen hat. Ja. Also ein Prozess beginnt da, wo der andere aufgehört hat und irgendwie so ist auch die Band hier entstanden. Na gut.
Hätte noch ein bisschen schneller sein können, aber ist total der Spaß auf jeden Fall. Und sehr beeindruckend, vor allem, wenn du dich mal umdrehst und guckst, wo du fliegst halt, ne? Mitten in den Bergen, unten ins Tal sind es ein paar hundert Meter. Schönes Ding hier. Schaffe zu und zieh Motoren an. Wir brechen auf ins Niemandsland. Kein Grenzbeamter, hör kein Zoll. Ein Reisepass ist nicht Gefahr. Raketenstart, nicht Gefahr. Raketenstart. Und, wie war's? Fein, lustig. Zu langsam. Ja, ein bisschen schneller könnte sein. Ich dachte auch, es kann schneller sein, ja. Auf jeden Fall. Sagen wir nochmal so 20, ach komm, 50 km/h schneller geht immer. Aber das merkt man dann erst beim Bremsen, dass es so richtig. Dass da Gewicht hinter ist. Ne? Wer weiß schon, ob der hier noch schwebt und wie ein schwarzes Loch entsteht. Stark! Naja. Warum Wasser? Woher kommt das? Ich glaube, das liegt daran, dass wir hier schon fast unter der Erde sind, weil das Haus im Prinzip in den Hang reingebaut wurde. Es war auch schon ein Problem mit der Feuchtigkeit, wie wir hier drinnen waren. Du weißt teilweise nicht mehr, ob das Wasser von oben oder von unten kommt, weil so viel hier ist. Wo kann man? Kann man wieder Licht an? Ich glaube, das war der Schubschalter, der gefallen ist. Also, wie habt ihr euch als Band hier richtig aufstellen können eigentlich? Das ist sehr eine berechtigte Frage. Wir haben uns oft umgestellt, das weiß ich noch. Hier drin haben wir auch unsere erste Studioaufnahme, die dann gemischt worden ist, aufgenommen. Hier sehr, sehr spartanisch noch. Der Song heißt Schiffbruch, der ist auf unserer Kassette drauf. Das ist quasi die B-Seite von Tiefschlaf. Und das hier ist auch die Werkstatt, von der ich vorher geredet habe. Da sind wir also als 4-5-Jährige herumgerannt. Ja, genau. Also hier sind ja wirklich Röhrenfernseher repariert worden und die Sticker hier kommen ja nicht von uns. Die sind schon hier. Ui. Die sind schon hier herinnen geklebt, mehr oder weniger. Also es kommt unsere Begeisterung vom kreativen Kurzschließen, vom Circuit Bending und so weiter, ist irgendwie hier gewachsen, einfach herinnen. Jetzt kommen wir noch zu einem Geheimplatz. Hier haben wir den Sandkeller. Der ist mittlerweile eingestürzt zum Teil. Bisschen gefährlich. Können wir heute auch nach hinten gehen? Wir können es probieren. Der geht erst auf 300 Meter dann in den Hang hinein hier. Und da geht es einfach irrsinnig weit nach hinten. Ey, schau mal rein, oder? Schau mal rein, ich glaube, das geht schon. Das ist. Scheiße. Oh, fuck. Der Schutz ist gefallen. Alter, jetzt sind wir richtig im Berg drin, wa? Die hier auch überall in den Wänden sind dann kleine, die Leute haben sich denke ich selbst verhindert. So steht dann was. Kindern aus dem Mund. Und das allerbeängstigendste ist, dass da hinten ein weißer Block ist. Ja, warum ist der da? Keine Ahnung. Sollen Sie mal angucken, ist das die Minikaba? Das ist so, habt ihr 2001 Odyssee im Weltraum gesehen? Das ist so wie der schwarze Monolith dahin. Ja, voll. Man weiß nicht, was das eigentlich ist. Habt ihr soundmäßig eigentlich hier auch was ausprobiert? Soundmäßig nichts, ne? Nur die Stimmung geatmet, sage ich jetzt mal, vom Keller. In Retrospektive wäre es wahrscheinlich cool gewesen, hier eine Snare aufzunehmen, die einen Hall dann drauf hat. So, das Mikro 3000 Meter in der anderen Richtung. Aber wir machen das digital jetzt. 80er Jahre. Was steht hier noch? 1979? 77? 2014. 1945? Ja, das kann ich auch reinschreiben. Überall sehe ich Sterne. Die Erde in weiter Ferne. Überall sehe ich Sterne. Hey, es ist kein Scherz jetzt wirklich. Also ich habe da nichts gestellt oder so. Ich habe hier jetzt nichts gestellt. Ja, das wirkt jetzt schon sehr inszeniert, oder? Ja, jetzt ist er ja ausgegangen. Das ist so was.
was im Haus. Das war das letzte Klingeln. So einen schönen Opa-Gang. Weißt du, so hinten? Ja, so. Wenn er so über sein Gut geht und sagt, das wird dir eines Tages alles gehören. Ja, genau. Genau. Schau, Bruder, das gehört alles so mit dir. Das gehört alles so mit dir. Von da bis da. Genau, bis da. Ja, ich habe mir noch ein wahnsinnig schönes Porträt von uns, von einer. Sechsjährigen oder irgendwie so, keine Ahnung. Okay. Das bin ich. Das Flying V. Ganz wichtig. Manuel, Sebastian, Florian, Jakob. Euer erster Fan, oder was? Ja. Unser jüngster Fan. Der jüngste. Und der treueste Fan. Ab wann seid ihr sehr genervt, wenn ich das mache? Noch nicht? Nein. No. Immer noch nicht? Wenn ich euch ins Wort falle mit so Sachen, auch nicht? Das ist nachher nur der Song. Interessant, ich würde gerne ein ganzes Interview so führen. genau. Ja, das ist von Kavinsky irgendwie, oder? Du kannst ja gar nicht spielen, sagt er. Ich kann Vortal spielen, hier. Im Synthesizer lässt man oft die Maschinen für sich selbst spielen. Ja. Das sind alles Gefühle, die ich sonst nicht rauskriege, wenn ich nur hoste. Geht mir so schlecht. Andorf. Geht schon, jetzt Jam. Sehr dramatisch. Herzpunkt. Andorf. Aufachse mit Flut. Ist gut. Ja, danke schön. Das war ein schönes Interview, Jungs. Flut tut gut, oder? Super, ja, Flut tut gut.